Der Dom St. Marien zu Freiberg. Berühmt ist er für seine Tulpenkanzel und die große Silbermann-Orgel. In die Reihe sehenswerter Dinge reiht sich seit kurzem wieder die kurfürstliche Begräbniskapelle. Nach fast 20 Jahren intensiver Sanierungsarbeiten wurde sie im Beisein des sächsischen Finanzministers Prof. Dr. Georg Unland erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dem Abschluss der Arbeiten kehrte auch sie wieder in den Freiberger Dom zurück, die Moritz-Figurine. Das einstige Grabmal wurde vor über 450 Jahren Moritz von Sachsen gewidmet. Aufwendigen Restaurierungsarbeiten ist es zu verdanken, dass die hölzerne Figur noch heute die Originalrüstung des Kurfürsten trägt. Sogar Spuren des tödlichen Einschusses sind noch erkennbar. Kurfürst Moritz erlag ja im Alter von 32 Jahren seinen tödlichen Verletzungen, die er in der Schlacht von Sievershausen davongetragen hatte. Er war nicht nur für Sachsen, sondern sicherlich auch für das gesamte Deutsche Reich eine sehr wichtige Persönlichkeit. Natürlich für Sachsen hat er auch große Verdienste durch die Förderung des Bergbaus, der Wirtschaft, der Architektur, der Kultur auch. Und es ist sicherlich problematisch oder bedauerlich, dass er eben so früh gestorben ist. Sonst hätte er sicherlich für Sachsen auch noch viel mehr erreichen können. Neben Moritz von Sachsen liegen im Freiberger Dom 41 weitere Persönlichkeiten des sächsischen Herrscherhauses. Für den Erhalt dieser kurfürstlichen Begräbnisstätte investierte der Freistaat Sachsen rund 2 Millionen Euro. Saniert wurde neben der Moritz-Figurine auch das gewaltige Moritz-Monument, die Deckengewölbe und die landeseigenen Zinnsärge. Ja, ich glaube, das ist alles sehr gelungen. Fast alles ist jetzt saniert. Deshalb können die Besucher sich das jetzt in Zukunft anschauen. Ich glaube, das ist hier ein Herzstück sächsischer Geschichte. Und dieses Herzstück können Besucher ab sofort besichtigen. Täglich werden geführte Rundgänge durch den gesamten Dom angeboten.